Ich habe das Buch »Ich kann so nicht arbeiten« von Lutz Schumacher mitgebracht. Der Autor ist bekannt von Titeln wie »Thank you for traveling with Deutsche Bahn«. In dem Buch geht es um Harald Grützner, ein begeisterter Außendienstler, der aufgrund von diversen Unstimmigkeiten seinen Führerschein verliert und dazu gezwungen wird, im Innendienst zu arbeiten. Der rote Faden des Buches ist zunächst der erste Arbeitstag von Harald Grützner. Erster Arbeitstag zeichnet sich im Endeffekt dadurch aus, dass recht wenig gearbeitet wird, weil er schlichtweg einfach nicht gelassen wird, weil er keinen Mitarbeiterausweis hat. Erklärungen, dass er ja seinen ersten Tag hat, helfen nicht weiter. Alles verschiebt sich, er kommt zu spät zum Vorstellungsgespräch, verirrt sich im Verwaltungsgebäude und ist direkt am ersten Tag hoffnungslos verloren. Es gibt noch einen Abteilungszyniker. Peter Grützner möchte ihn eigentlich schon am ersten Tag die Zähne einschlagen, weil dieser Herr ihn ständig zu Sachen verführt, die in einer absoluten Katastrophe enden und ihn immer wie einen absoluten Idioten dastehen lassen. Der Autor Lutz Schumacher hat diverse Unternehmen schon von innen gesehen und hat wahrscheinlich aus seinem reichhaltigen Erfahrungsschatz einfach mal geplündert, die skurrilsten Geschichten rausgepickt, hier und da vielleicht ein wenig aufgebläht, verändert, Namen ausgetauscht. Aber es gibt bestimmte, ich möchte jetzt nicht sagen Stereotypen, aber es gibt gewisse Charaktere, wo man sofort an eigene Kollegen erinnert wird. Das Buch lässt keine Pause, es sind kurze Kapitel. Deshalb eigentlich ideal für Leute, die vielleicht gar keine Zeit zum Lesen haben und dieses Buch vielleicht neben dem PC am Schreibtisch aufbewahren, vielleicht nach einer selbst durchlebten Gemeinheit einfach mal ein Kapitel lesen, sich vielleicht hier und da wiederfinden und im Endeffekt drüber schmunzeln.